Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Wieder mal mit eurem Crash Fortific 18 höchstpersönlich. Bevor wir aber zum Thema kommen, zum eigentlichen, ihr wundert euch sicher, warum ich jetzt so da sitze mit dem Mikro vor dem Mund, was auch ein bisschen komisch aussieht. Ja, das ist eigentlich mein neuestes Mischpult-Mikrofon, also mein neuestes Mikrofon für meine Konsolenaufnahmen über die HD-PVR mit meinem Mischpult. Habe ich mir mal beim Musikgeschäft gekauft, aber davon habe ich ja schon mal erzählt. Und halt für bessere Stimmqualität, nicht bloß für das Mischpult, sondern auch ein. Ich habe außerdem noch ein Kabel für die Mikrofonbuchse vom PC gekauft. Das Problem war aber, was ich schon in Pokémon Herzgold und Seelensilber erwähnt habe, dass es anscheinend irgendwie nicht mit dem PC kompatibel machen konnte. Zumindest mit der vorderen Mikrofonbuchse kriege ich keine Verbindung her. Kriege ich keine Verbindung rein. Die einzige Mikrofonbuchse, die da eine Verbindung reinkriegen konnte, jetzt habe ich es endlich mal. Das ist die hintere natürlich. Bei der funktioniert es zwar, aber egal welches Mikrofon ich auch anschließe, auch bei den Headsets oder was auch immer, da ist es immer auf schlechteste Qualität eingestellt. Also ich kann nicht über einen Strich gehen, wenn ich das jetzt über Systemsteuerung angucke. Wenn ich das jetzt vergleiche bei den Eigenschaften, dass ich dann nicht mehr als nur einen Strich aufnehmen kann. Und wenn ich so eine miese Verbindung habe und dass das Mikrofon so leise ist, dann bringt das mir natürlich gar nichts. Da dachte ich mir, okay, ich muss es mir irgendwie über USB besorgen, weil entweder über USB oder von der vorderen Mikrofonbox hatte ich von vornherein immer bessere Stimmqualität. Das war aber nicht notwendig, weil, wisst ihr was, ich hätte das doch zusätzlich noch einstellen müssen über den PC. Bei der hinteren Mikrofonbuchse, weil es geht ja darum, die vordere Mikrofonbuchse, bei der kann ich ja keine Verbindung mit dem Mikrofon aufnehmen, das funktioniert einfach nicht. Und da habe ich aber jetzt den Fehler gemacht, weil es hätte schon klappen können, ich muss das nur mit dem PC nochmal ein bisschen bearbeiten, in dem Sinne von, wenn ich jetzt auf die Eigenschaften zugreife von meinem Mikrofon über Sounds. Wenn ich da jetzt gucke und da gibt es noch eine Schaltfläche mit Mikrofonverstärkung, da hätte ich die Mikrofonverstärkung noch höher drehen müssen. Also auf, da kann man es nämlich auf 10, entweder auf 10 oder 20 oder bis hin zu 30 Dezibel hochstellen. Natürlich rauscht es dann zwar im Hintergrund, aber dafür ist dann das Mikrofon empfindlicher. Dadurch ist die Aufnahmestärke weitaus höher. Also es kann am besten aufnehmen. Das Rauschen kann ich natürlich über Camtasia oder so wegmachen, dann merkt ihr davon nichts. Aber ich hätte das schon von vornherein so machen müssen, dann hätte ich schon vor Ewigkeiten, seit den ersten Part von Pokémon Herzgold und Seelensilber und über die ganze Sonic Advance Reihe zum Beispiel, die ja später dann kommen wird, aber erst nach Dragon Ball Z, weil es kommt davor noch Donkey Kong, ich erinnere euch nochmal gern daran, Freitag den 21. Februar bitte bei Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freeze dabei sein. Das hätte ich schon so schöner Stimmqualität machen können und nicht zu dieser miesen Headset-Qualität mit meiner Turtle Beach. Sorry, das hätte ich wirklich besser machen können. Aber was soll es, jetzt hat endlich geklappt. Ich habe endlich herausgefunden, wie das gehen sollte und damit werde ich jetzt zukünftig auch arbeiten können und immer mit bester Qualität, so gut es geht. Also ihr werdet ab jetzt von vornherein wieder immer und überall beste Stimmqualität, nicht nur Videoqualität, sondern auch Stimmqualität von mir bekommen. Da dürft ihr euch jetzt freuen. Ich kann also jetzt schon professioneller arbeiten. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist, dass ich an mir selber als Let's Player arbeite und mein Kombi ein bisschen verbessere. Naja, muss jetzt nicht sein. Ich versuche mich schon möglichst immer zu verbessern, aber perfekt kann ich nie sein. Also so wie die anderen mit 100.000 oder was weiß ich, wie viele Abonnenten. Aber scheiß drauf. Das muss jetzt nicht sein. Ich bleib so, wie ich bin. Das ist auch eine wichtige Let's Player-Regel. Sich niemals so sehr verändern. Man sollte so bleiben, wie man ist. Also, man sollte einfach eher selbst sein. Man kann natürlich schon versuchen, sich ein bisschen umzubessern. Aber man muss natürlich auch für die Zuschauer unterhaltsam bleiben. Also, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Das ist halt, das macht einen Let's Player ja halt aus.
Okay, aber so viel dazu. Jetzt wisst ihr es wenigstens mehr dazu nochmal in Pokémon Herzgold und Seelensilber Part 21. Weil bis Part 20 habe ich jetzt mal einen Voraus aufgenommen und ab heute nehme ich mir doch, mache ich wieder eine Aufnahmesession mit bis hin zu Part 26. Also an den Tag, an dem ich das jetzt gerade aufnehme, das ist wieder am Samstag, den 15. Februar. Und an den Tag werde ich auch das Video natürlich hochladen, könnte aber etwas später kommen. Oder ihr werdet das wahrscheinlich erst am nächsten Tag sehen oder wann, falls überhaupt das jemand sieht, weil solche Infovideos werden anscheinend nicht so gern geguckt, ich weiß auch nicht, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Weil es geht ja wieder um einen Nintendo Direct vom 13. Februar 2014. Das ist jetzt wieder das Thema, also wieder News aus der Gaming-Welt. Da wurden nämlich auch wieder ein paar neue Sachen veröffentlicht, also zur Schau gestellt, welche ich jetzt mit euch nochmal thematisieren, selber auch nochmal thematisieren möchte. Zum einen wurden nämlich zwei Download-Titel für den Nintendo 3DS veröffentlicht und zum anderen, also inklusive Trailer, den werde ich euch noch mündlich vorstellen, weil die Trailer werde ich euch nicht vorstellen, aber dafür wieder in die Videobeschreibung packen, die Links dazu. Und dann noch zwei neue Trailer zum Mario Kart 8 und dem neuen Super Smash Bros. Ja, da wurden wieder neue Charaktere vorgestellt. Da werde ich euch natürlich die Trailer dazu zeigen. Da bekommt ihr von mir nichts Mündliches. Fangen wir also erstmals jetzt mal an mit den Download-Titeln. Das erste, was ich erfahren habe, nennt sich Steel Driver. War das so? Steel Driver? Ich glaube ja, Steel Driver. Ne, Moment, das war's. Jetzt habe ich das schon vergessen! Lol. Ne, Steel Driver, genau, Steel Driver war das. Das war auf den ersten Blick für mich, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich zuerst angenommen, auf den ersten Blick, dass es wieder so eine Art virtuelles Schiffe versenken wäre. Aber dem ist nicht so. Das ist so ein U-Boot-Spiel, wo man wirklich direkt interagieren muss mit Touchscreen und allem drum und dran und alle Fähigkeiten von den U-Booten ausnutzen sollte, um gegen andere U-Boote zu bestehen. Auch die Tarnung ist wichtig, dass man nicht sofort entdeckt wird und auch nicht angegriffen wird. Oder dass man nicht gleich getroffen wird von den Torpedos der anderen U-Boote und versuchen die anderen U-Boote zu finden und sie auszuschalten. Das könnte für Kriegsschiff-Fanatiker vielleicht angenehm sein, aber für mich ist es persönlich gar nichts. Aber ihr könnt es selber ausprobieren, weil es gibt auch eine Demo-Version von dem Spiel, wo man auf zwei U-Boote zugreifen kann und zwei Missionen spielen kann. Man kann die U-Boote dann auch natürlich individuell gestalten, mit besseren Fähigkeiten und auch eigene Fahrer, also eigene zwischen mehreren Charakteren auswählen, welche wahrscheinlich auch die Stats der U-Boote beeinflussen oder die Fähigkeiten. Weil die U-Boote haben auch eigene Stats, die sich wahrscheinlich verbessern. Wahrscheinlich ähnlich wie ein Rollenspiel. Genaueres habe ich da nicht gesehen. Aber ihr müsst euch den Trailer zuerst mal angucken und ihr könnt natürlich auch die Demo-Version runterladen. Könnt euch das, die Gratis-Demo-Version natürlich, runterladen und erstmals zwischen zwei U-Booten wählen und auch zwei Missionen ausprobieren. Die Vollversion wird natürlich wahrscheinlich so wieder 15 € kosten, keine Ahnung. Aber dafür bietet sie auch umso mehr, ist auch klar wie Kloßbrühe. Und ja, so viel mal zu dem. Guckt euch das mal an, wenn ihr Kriegsschiff-Fanatiker seid, dann ist es vielleicht eine Empfehlung für euch. Und dann noch zu einem weiteren Nintendo Download Game. Diesmal handelt es sich um Pokémon Link Battle, glaube ich, heißt das. Pokémon Link 2 könnte ich eher sagen, weil es kam schon so zwischen 2005 und 2006 ein Pokémon Link raus, wollte ich sagen. Also ein Spiel mit dem Namen Pokémon Link für den DS. Oh mein Gott, heute habe ich es wieder. Haben sie mich. Heute hat es mich wieder. Also, es kam ja schon Pokémon Link für den DS raus, der erste Teil. Und ist auch wieder so eine Art Puzzlespiel im Stile von Yoshi's Cookie, wenn ihr das kennt. Damit könnte ich es eher vergleichen, weil man muss ja mit dem Touchscreen praktisch die ganzen Pokémon-Köpfe, die drauf sind, aneinander reihen und entweder wenn eine horizontale oder vertikale Reihe vollständig ist, also mit vier Gesichtern, dann verschwinden die natürlich und lässt Platz frei für die nächsten. Und dadurch kann man natürlich dadurch kassiert man erst Punkte und wenn man eine Reihe erstmal verschwinden lässt und die rauf runterfallen, dann noch zusätzlich eine Reihe bilden, die noch zusätzlich verschwindet, kann man natürlich noch extra Punkte kassieren. Das ist dann eine Kette, die man auslösen kann. Das macht halt diese Puzzlespiele aus.
Sowas ähnliches kam ja schon für den N64 raus. Also für den N64 gab es ja schon zum ersten Mal ein Pokémon-Puzzle-Spiel. Und für den 3DS wurde es noch zusätzliches Feature durch ein zusätzliches Feature erweitert. Und dass man da sozusagen auch gegen andere Pokémon kämpft, wenn man mehrere Ketten oder mehrere Reihen löst und mehrere Ketten erzeugt, kann man sogar noch mehr Schaden gegen die Pokémon anrichten und sogar einige von ihnen einfangen. Eine neue Art des Pokémon-Kampfes, halt mal mit Puzzeln. Klingt seltsam, aber ihr könnt es euch gerne ruhig selber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es eine Demo-Version von dem Spiel gibt, aber ich glaube auch nicht, dass es viel kosten wird, weil das kam ja schon sowas raus für den Nintendo DS und ja, mein persönlicher Fall ist es nicht. Also davon, das werde ich mir garantiert nicht holen. Aber ich packe euch gerne den Link in die Videobeschreibung. Ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen und gucken und eure Meinung dazu in den Kommis posten. Genauso wie über Steel Driver. Steel Diver, glaube ich, heißt es eher Steel Diver. Ach, die Namen habe ich mir nicht genau gemerkt und jetzt habe ich keine Lust nochmal nachzugucken. Aber ihr werdet es dann schon in der Videobeschreibung sehen und auch in... Ja, auch im Titel. Naja, ich glaube ja, dass ich das nicht zum Titel packen kann, aber in der Videobeschreibung wird das natürlich gepackt. Der Trailer und ihr müsst dann selbst eure Meinung dazu abgeben, was ist euer Eindruck von dem Spiel und... Ja, wenn ihr Puzzle-Fans seid, ist es natürlich eine Empfehlung wert, dieses Pokémon Link, aber... Ansonsten, ne, nicht mein Fall. Weil es kam auch schon für N64, wie bereits erwähnt, ein Pokémon-Puzzle-Spiel raus mit dem Namen Pokémon Puzzle League, hat sogar eine eigene Story mit einigen... Anime-Sequenzen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe selber nie gespielt, also ich kann da selber kein genaueres Fazit geben und ich weiß auch nicht, wie ich das spielen soll. Aber mein Fall ist es natürlich auch nicht. Also diese ganzen Pokémon-Spin-Offs, wenn dann will ich in Sachen Pokémon-Spin-Offs eher die Mystery Dungeons-Reihe vorziehen, aber ansonsten nichts. Und ich glaube außer den normalen Pokémon-Rollenspielen. Dazu zählen natürlich auch Pokémon Colosseum und Pokémon XD, aber diese Pokémon Stadium Games, nein, mag ich auch nicht so unbedingt. Aber nur Pokémon Colosseum und XD sind die einzigen Pokémon Spin-Offs. Natürlich kann man sie auch nicht wirklich als Spin-Offs betrachten, weil sie sich ja spielen wie die Hauptteile auf den Mobilkonsolen, aber es hat natürlich ganz andere Stories und hat auch ganz andere Spielelemente dazu. Diese Krypto-Pokémon oder diese schwarzen Dark Mirage-Pokémon oder wie man sie auch nennt. Mit den besonderen Eigenschaften. Das ist natürlich nur exklusiv auf Colosseum und XD abgestimmt. Schade nur, dass bisher noch kein zusätzliches so ein zusätzliches Spiel rauskam. Weil für die Wii kam da nur dieses Pokémon Battle Revolution und war crap. Trotz ziemlich genialer Grafik, muss ich schon behaupten, weil die Pokémon sahen da wirklich geil aus. Weiß jetzt nicht, was Nintendo da jetzt für die Wii U bitteschön rausbringen möchte, aber vielleicht bitte etwas in Stile von Pokémon Colosseum. Ah ja, Pokepark Wii habe ich vergessen noch zu erwähnen, dass es auch noch für Wii kam und... nee, ohne Scheiß. Das kommt natürlich alles nicht als Display, das kann ich euch jetzt schon versprechen, genauso wie diese eben vorgestellten beiden Download-Titel für den 3DS. Guckt euch selber mal an und gebt eure eigene Meinung dazu in den Kommis. So viel mal dazu. Ich möchte mich jetzt dann noch vorher, bevor ich die Trailer jetzt abspiele, verabschieden und natürlich auch kommentiere, verabschieden und da nochmals um eure Meinung, jetzt komme ich viel zu oft ans Mikrofon an, um eure Meinung in den Kommentaren bitten, dass ihr bitte schön euer Statement auch dazu abgibt. Weil das würde ich schon so gerne erfahren, welche Meinung ihr eigentlich über diese Sachen habt. Und auch natürlich eure Meinung zu den neuen News aus Mario Kart 8 und Super Smash Bros. Könnt ihr schon mal drauf freuen? Beide Spiele erscheinen im Mai. Und bei Mario Kart 8 kann ich schon mal sagen, das kommt ab dem 30. Mai. Das hat sich ja ganz schön weit verschoben, aber hoffen wir mal, dass es dann auch wirklich der endgültige Termin ist und natürlich wird das Blind Let's Play auch zu dem Tag starten. Ihr könnt euch schon mal auf diese beiden Spiele freuen, also auf Super Smash Bros. Und Mario Kart 8 und bis dahin freut euch schon mal auf Donkey Kong, wie schon gesagt, nächsten Freitag dabei sein. Ist das klar? Am 21. seid dabei. Das ist ein Befehl. Nicht mal an. Aber ich möchte schon wirklich, dass wirklich, wie schon gesagt, meine Let's Play Arbeit gewürdigt wird. Und dass ihr auch Interesse an dem Spiel habt, weil ich möchte auch wirklich extra Werbung machen für die Publisher und euch unterhalten.
Dafür bin ich als Let's Player da und ich hoffe, dass ihr das auch alle zu würdigen weißt. Und das merke ich dann, wenn viele zugucken und auch, also viele aktiv zugucken und auch ein bisschen Kommentare auch abgeben oder fleißig Daumen verteilen. Egal ob Daumen hoch oder runter. Oder wie sagt es so schön ein anderer Let's Player, den Daumen hoch oder runter, die Let's Plays sehen immer runter. Oder ist der Daumen oben, wird man euch loben. Ja, bla bla. Was auch immer. Wie schon gesagt, eure Meinung und danke für eure Aufmerksamkeit, euer Statement. Und bis dahin wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit den Trailern und dann auch noch weiterhin viel Spaß mit den anderen Let's Plays. Und nochmals danke für eure Aufmerksamkeit. Und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer QuatschModifix89. Bis zum nächsten Mal. Also, auf Wiedersehen und tschüss und viel Spaß mit den Trailern. Film ab. 3, 2, 1, los! Ganz richtig, liebe Leute, der Startschuss des neuesten Trailers zu Mario Kart 8 ist nun freigegeben worden. Und in diesem Trailer sehen wir sogar schon Bilder von alten Strecken aus Mario Kart 7 zum Beispiel. Fällt euch da eine gewisse Ähnlichkeit auf? Natürlich brandneu aufgemotzt und die Grafik natürlich voll auf die Wii U angepasst, so wie es sich gehört. Wunderschön detailliert, beeindruckende Animationen und natürlich das eben schon im ersten Trailer neu gesehene Gameplay, welches an Sonic Riders Zero Gravity angelehnt ist. Sieht schon mal wirklich ziemlich beeindruckend aus, also ich freue mich schon riesig darauf. Aber nicht nur neue Strecken, neu und ein neues Gameplay wird hier vorkommen, denn wenn schon Bowser und Bowser Jr. mit am Start sind, dürfen auch die Koopalinge nicht fehlen. Ganz richtig, liebe Leute. Auch sie werden nun, nachdem sie schon in der Mario Bros. Reihe für viel Ärger gesorgt haben, nun auch auf der Rennstrecke für Unruhe sorgen. Aber ob sie mit ihren Tricks und Gemeinheiten auch bei Mario Kart weit kommen können und sie sich immer bis ans Ziel schummeln? Oder wird Mario ihnen wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Da müsste ich jetzt eure Meinung dazu fragen. Wie findet ihr es? Seid ihr auch davon begeistert, dass jetzt auch die Koopalinge als Fahrer mit dabei sind? Welche Fahrer würdet ihr euch noch wünschen, bevor Mario Kart nun am Start ist? Sind es vielleicht wirklich schon die letzten neuen Charaktere? Oder werden noch weitere Überraschungen auf uns zukommen? Bis dahin sehen wir mal das Spiel schon voller Zuversicht und freuen uns auf das Blind Let's Play zu Mario Kart 8. Ab 30. Mai erhältlich für Wii U und als Let's Play auf meinem Kanal. Freut euch schon mal drauf. Nach seinem Debüt auf dem NES, später dann auf den Super Nintendo und zuletzt noch auf der Wii. Ausgebildet vom ehemaligen Weltmeister im Schwergewichtsboxen, den dicken und schokoladesüchtigen Doc Locos, trainierte er wie ein Wahnsinniger und hat sich nicht nur gegen laufende Gegner in seiner Gewichtsklasse, sondern auch stärkeren und höhergewichtigeren Boxern im Ring das Fürchten gelehrt und ist nun wieder zurück und bereit, noch viel härter zuzuschlagen als jemals zuvor. Wir begrüßen ganz herzlichst in der Super Smash Bros. Reihe den Star-Boxer aus Nintendos Punch-Out-Reihe, Little Mac. Und er wird seines Namens Little Mac gerechtfertigt, weil, wie Samus gerade anmerken muss, ist er nicht gerade der Größte, aber man sollte ihn nicht unterschätzen, denn wie Samus leider gerade feststellen muss, ist er zwar klein, aber dafür, oho! Ganz richtig, liebe Leute, nachdem er in Super Smash Bros. Brawl nur ein Hilfscharakter war, ist er nun offiziell im neuen Super Smash Bros. Als vollständiger Charakter mit dabei. Mit mächtigen und blitzschnellen Boxattacken, flinken Ausweichmanövern, starken Konterattacken und fast unaufhaltsamen, mächtigen Aufladeangriffen zeigt er seinen Gegnern, was nahe ist. Man könnte meinen, dass er durch dieses mächtige Moveset overpowered wäre auf den ersten Blick, aber das ist er leider nicht. Naja, aber niemand ist perfekt. Natürlich hat er noch eine spezielle Fähigkeit in den riesen Mega Mac zu verwandeln, welcher in Zweispieler-Modi von Punch-Out auf der Wii zuletzt verwendet wird. Und natürlich darf auch sein gefürchteter Star-Punch nicht fehlen. Aber auch das Zeug hat zum Prügel-Champion, das alles sehen wir dann beim Blind Let's Play zu Super Smash Bros. 4. Ab Mai 2014 für Nintendo 3DS, Wii U und auf meinem Kanal.